Dritter Spieltag der Fußball-Europameisterschaft, der Abschluss in der Gruppe A mit Deutschland gegen die Schweiz und Schottland gegen Ungarn. Jetzt bei den Wettfreunden, viel Spaß dabei. Vorrundenfinale in der Gruppe A, großartig, dass ihr dabei seid. Hier sind die Wettfreunde. Ja, schön, dass ihr gemeinsam mit uns die deutsche Mannschaft auf ihrem langen, schweren Weg begleitet. Ja, und Jan ist ja auch dabei und sich für keine Drecksarbeit zu schaden. So sieht's aus, Olli. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin, allerdings sind wir ja schon da. Ja, das ist praktisch. Ja, sehr kleiner ökologischer Fußabdruck in diesem Fall. Hm. Ja, wenn die Deutschen versuchen, gegen die Schweiz den Gruppensieg in trockene Tücher zu bringen. Wie optimistisch bist du denn? Ich bin sehr optimistisch. Also die gezeigten Leistungen, das 5:1 gegen Schottland und das 2:0 gegen Ungarn, das hat doch eigentlich auch Lust auf mehr gemacht. Auch am Sonntagabend um 21 Uhr in Frankfurt, quasi Heimspiel für den DFB. Ja, na klar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht da mal ein bisschen durchgewechselt wird. Es sind ja auch schon der eine oder andere mit einer gelben Karte leicht vorbelastet. Naja gut, und die Schweizer. Erstes Spiel sehr gut, 3:1 gegen Ungarn, aber man hat auch gesehen, Ungarn vielleicht doch etwas überschätzt bis jetzt bei diesem Turnier und das 1:1 gegen Schottland, na gut, was ist da denn passiert? Eigentlich sollte die Schweiz durchaus schlagbar sein für die deutsche Mannschaft in der aktuell bestechenden Frühform. In der Tat, zumindest sehen es die Wettanbieter auch, so eine relativ klare Kiste, wenn es hier nach den Eindrücken der Buchmacher geht. Eine 1,67 gibt es für das DFB-Team, unentschieden 3,75, ein Sieg für die Eidgenossen, eine 4,75. Aber ja, manchmal ist es dann eben auch ein bisschen trügerig, ja, was man jetzt so als Momentaufnahme hat. Klar, zwei souveräne Siege, ja, aber man muss auch sagen, dass eben die beiden Gegner nicht das geliefert haben, was ich ihnen zugetraut hätte. Und schon das ging ja jetzt nicht durch die Bank, durch die Decke. Ja. Also, dass die Schotten das Auftaktspiel verlieren, war für mich schon relativ gebongt. Ja. Aber dass da ein bisschen mehr Gegenwehr und ein taktisch klügeres Dagegenhalten kommt, das hätte ich ihnen schon zugetraut. Ja, auch die Ungarn, ja, die zuletzt ja wirklich immer ein extrem unangenehmer Gegner waren, die auch im letzten Jahr, zu Beginn des Jahres, in der Topform waren. Ja, jetzt zuletzt ließ es schon ein bisschen nach und jetzt scheint es so komplett in sich zusammenzufallen. Ja, aber ich will nicht das Parallelspiel vorwegnehmen, darum soll es ja nicht gehen. Ja, aber Schweiz natürlich jetzt ein anderes Kaliber, die waren, ja, haben den umgekehrten Weg gewählt. Ja, die waren ja in der Quali jetzt nicht ganz so überzeugend, waren da hinter Rumänien. Auch die Testspiele jetzt nicht alles, wo dass man sagte, ja, das wird jetzt auf jeden Fall super. Ja, aber andererseits sind sie eben auch so eine Turniermannschaft. Bei den letzten 5 Turnieren waren sie eben nicht nur immer dabei, sondern sind eben auch immer weitergekommen. Das haben sie nur mit den Franzosen gemeint. Ja, das hat keine andere europäische Nation zu bieten. Insofern ja, kann es eigentlich nicht überraschen, dass sie jetzt mit 4 Punkten schon wieder an der Schwelle zum Achtelfinale stehen. Könnte höchstens kritisch augenbrauenhebend einwenden, dass da auch schon 6 Punkte stehen könnten. Ja, aber sind dann gegen die Schotten nach meinem Eindruck auch nicht ganz so aufs Ganze gegangen. Ja. Und was wir aus dieser Gemengenlage jetzt machen könnten, verrät uns jetzt Peter Neururer mit seinem Tipp, der schon gegen Ungarn ja, auf Heller und Pfennig das 2:0 korrekt vorausgesagt hat. Ja, liebe Wettfreunde, die Tipps laufen ja wunderbar und prächtig. Der erste Tipp von mir war richtig. Jetzt das Spiel gegen die Ungarn, habe ich getroffen, wunderbar. Jetzt kommt das tolle Spiel. Entscheidendes Spiel um den Gruppensieg, der ja sehr, sehr wichtig ist. Deutschland gegen die Schweiz. Für mich eine klare Angelegenheit, so klar wird es nicht. 2:1, wir kriegen ein Gegentor, werden wir gewinnen. Demzufolge Tabellenerster bleiben. Und demzufolge erwartet uns dann im Halbfinale, Viertelfinale. Im Achtelfinale können wir es ausrechnen, aber alles andere lassen wir auf uns zukommen. Viel Spaß dabei. Ciao, euer Peter Neururer. Knappe Kiste, wenn es nach Peter Neururer geht. Eine 9 ungefähr gibt es für das 2:1. Hm. Ja, und ja, ich würde mich auf jeden Fall so anschließen, in dem Sinne, dass es schon die engste Partie bisher wird. Ja. Die Schweizer werden sich jetzt noch nicht so völlig schonen können, ja, obwohl die 4 Punkte, die sie haben, das ist schon, selbst wenn noch jemand vorbeiziehen sollte, kommen ja eigentlich nur die Schotten in Frage, die aber, ja, gut, vom Torverhältnis eigentlich keine Chance mehr haben, die Eidgenossen noch abzufangen. Insofern ist der zweite Platz eigentlich fix, aber ja, im Land des Gastgebers, da werden sie sich schon ordentlich verkaufen wollen, zumal sie zuletzt jetzt immer eine gute Figur gemacht haben. Seit 3 direkten Duellen sind sie ungeschlagen, 2012 sehr spektakulär in einem Testspiel 5:3 gewonnen, ja, aber dann eben auch in der Nations League auf höchster Ebene unter Pflichtspielbedingungen
auch wenn die deutsche Mannschaft oder ja, die Deutschen allgemein mit dem Wettbewerb nicht so richtig warm geworden sind bisher. In der Ausgabe 2021 gab es erst ein 3:3. Ja, da lagen die Schweizer eigentlich immer in Führung, ja, bis sie dann eben sich doch noch auf dem Unentschieden haben runterhandeln lassen. Das Rückspiel dann 1:1. Insofern haben die Schweizer eigentlich ja, das schon in petto, ja, mit den Deutschen mitzuhalten, dass unsere geliebten kleinen südlichen Nachbarn durchaus zum Ärgernis taugen, hat ja auch im letzten Jahr das Testspiel gegen Österreich gezeigt, ja, als ja, da doch qualitativ eher die deutschen Mängel behaftet aufgetreten sind. Und insofern bin ich gespannt, ob jetzt wirklich so eine Überlegenheit überhaupt rauskommt. Ja, ich gehe davon auf gar keinen Fall aus. Also würde mich ein bisschen überraschen. Mir fehlt auch noch dieses obligatorische, schwierige Vorrundenspiel, was man eigentlich bei jedem größeren Turnier der DFB-Auswahl auch mal gesehen hat. Ja, die Schweizer sind ja gut darin, dann auch vielleicht die Euphorie ein bisschen zu neutralisieren und mal auf ein gesundes Maß zu bringen. Ich traue den Schweizern hier schon noch einen fünften Punkt zu. Ich würde hier auf ein 1:1 unentschieden gehen. Und ja, auch wie ich eingangs erwähnt habe, vielleicht wird ja auch mal ein bisschen rotiert im deutschen Kader. Eine Quote von 7,5 gibt es auf jeden Fall für das 1:1. Ja, und ja, so ein paar Sachen, um das zu untermauern. Bei den letzten 8 Turnierteilnahmen hat die Schweiz nie das letzte Gruppenspiel verloren. Ja, und generell haben sie es nicht so mit dem Verlieren bei Europameisterschaften namentlich. Ja, eine der letzten 12 EM-Partien haben sie gerade mal jenseits oder vor dem Elfmeterschießen verloren. Ja, und ja, letztes Mal haben sie ja zum Beispiel die Franzosen aus dem Rennen genommen im Achtelfinale, sind dann im Viertelfinale sehr unglücklich gescheitert an den Spaniern. Da waren sie ja wirklich drauf und dran, da so einen Triumphzug bis in die Vorschlussrunde zu starten. Hatten sie bloß sich den Italienern in der Vorrunde geschlagen geben müssen. Davor war es eben auch alles sehr respektabel. Ja, und insofern lande ich hier auch bei einem Unentschieden, will aber ein bisschen mehr sehen als du und komme zu einem 2:2 ja, und verdopple damit dann eben nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Quote auf eine schöne 15. Ja, die DFB-Auswahl als Gruppenerster und die Schweiz als Gruppenzweiter. Damit ist doch allen gedient und gucken wir mal, was Schottland und Ungarn jetzt veranstalten im Parallelspiel in Stuttgart. Ja, Schottland 1:5 gegen Deutschland verloren, 1:1 dann gegen die Schweiz gespielt. Ja, Ungarn 1:3 gegen die Schweiz und 0:2 gegen Deutschland. Rechnest du denn damit, dass da eine der beiden Mannschaften noch Platz 3 sichern kann? Aktuell sind ja die Schotten dort. Also, dass eine Mannschaft Platz 3 sichern kann, darauf würde ich wetten. Ja. Was der dritte Platz dann unglücklich ausgedrückt, ja. Was der dritte Platz dann wert ist, ja. Also gerade im Falle der Ungarn. Also eigentlich so kritikwürdig ja der Modus ist und der wurde ja sehr oft kritisiert und auch sicherlich nicht zu Unrecht. Das Schöne daran ist ja, dass wirklich man zwei Spiele völlig vergurken kann und ist eben trotzdem noch nicht völlig aus dem Rennen. Aber da muss jetzt von den Ungarn schon was kommen, ja, weil das Torverhältnis ist jetzt eben nicht gerade freundlich aussehend mit 1:5 und 0 Punkten. Wenn man mit 3 Punkten weiterkommen will, muss man erfahrungsgemäß schon in die Nähe eines ausgeglichenen Torverhältnisses kommen. Ja, und das wird dann gegen Schotten, die in der Regel ja relativ solide verteidigen, wenn es jetzt nicht gerade ein Auftaktspiel gegen die deutsche Mannschaft ist, kein Zuckerschlecken. Ja, minimale Favoritenstellung vorm Anpfiff für die Ungarn. Eine 2,5 gibt es für einen Sieg der Magyaren. Die Schotten eine 2,55, also unmittelbar dahinter eine 3,8 unentschieden. Ja, und die Schotten müssen aber auch gewinnen. Ja, das Unentschieden gegen die Schweiz war schön und gut, ja, war so ein kleiner Grundstock. Mit 4 Punkten wären sie wirklich relativ sicher weiter, ja. Aber mit 2 Punkten, das dürfte nicht reichen, erfahrungsgemäß, ja. Gerade eben, das war bei den letzten Turnieren immer so, dass dann meistens die Drittplatzierten aus den vorderen Gruppen dann in die Röhre geguckt haben, weil die anderen Mannschaften dann eben schon wussten, was sie dann eben im Zweifelsfalle liefern müssen, um noch vorbeizuziehen. Da geht man lieber auf Nummer sicher, ja, und ja, das ist die Frage, ob die Schotten wirklich in der Lage sind zu gewinnen. Das haben sie jetzt ja nicht gerade so als Spezialität für sich entdeckt. Von 11 EM-Partien haben sie gerade mal 2 gewonnen, ja, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. Und die Ungarn aber eigentlich auch nicht viel besser, ganz im Gegenteil. Haben tatsächlich nur eine der letzten 17 Partien gewonnen, ja, gegen unsere österreichischen Freunde war es 2016. Haben sie dann gleich als Basis genommen, um als Gruppensieger weiterzugehen, ja. Aber ansonsten, wenn man sich eben diese Langzeitentwicklung anguckt, inzwischen schon seit 8 Partien nicht nur sieglos, sondern eben auch dieser größere Blick, ein Sieg, 5 Unentschieden, 11 Niederlagen in diesen 17 Partien. Das spricht jetzt natürlich nicht für so einen Sturmlauf, den sie brauchen. Ja, ich gehe auch nicht davon aus. Beide Mannschaften haben sich die Quoten, die sie dann jetzt haben, dann doch hart erarbeitet, nach oben wie nach unten. Aber ich traue den Ungarn schon einen Sieg zu, allerdings einen knappen 1:0 Erfolg. Und ja, damit ist beiden Mannschaften natürlich wahrscheinlich nicht geholfen. Ja, das sieht dann sehr nach Abschied aus, aber auch nach einer schönen Quote von 11. Ja, und ich schicke die Schotten nach Hause und lasse den Ungarn zumindest noch eine Mini-Chance, ja.
Ein 3:1 Erfolg halte ich durchaus für nicht unrealistisch zu einer Quote von 19. Ja, einfach, weil beide Mannschaften gewinnen müssen, ist ja ein sehr attraktives Ausgangsszenario. Ungarn schätze ich schon als stärker ein, auch wenn sie bis jetzt mich in beiden Partien sehr enttäuscht haben, muss ich sagen. Einfach, weil ich da doch sehr viel erwartet hatte. Ja, und sehr viel, ja, eigentlich, ich hatte einiges erwartet und es kam gar nichts, um es so zusammenzufassen, ja. Aber wenn sie erstmal in Führung gehen, ja, dann werden die Schotten dann plötzlich eben auch munterer werden. Ungarn alles andere als sattelfest, die kassieren bestimmt ein, ja, aber wenn sie dann 1-0, 2-1 führen, wie auch immer, dann kommt dann eben auch gegen eine entblößte Abwehr gerne noch ein drittes zustande. Das wäre hier zumindest meine Prognose, ja, und damit schicken wir tatsächlich die ursprünglichen Gruppenfavoriten in genau dieser Reihenfolge auch ins Achtelfinale und ja, die Ungarn können noch ein bisschen da bleiben, zugucken und das Beste hoffen. Ja, dann hoffen wir auch mal das Beste, auch für die DFB-Auswahl. Der Gruppensieg sollte ja da ja möglich sein. Und dann schauen wir uns auch bald an, wo es und wie es dann im Achtelfinale weitergeht. Und ja, schreibt uns gerne eure Tipps zu diesen Partien. Ja, auf jeden Fall ein bisschen durchatmen dann für die deutsche Mannschaft. Ja, in der ersten Woche ging es ja Schlag auf Schlag. Jetzt haben sie ja quasi dann, ja, unklar noch gegen wen es geht. Ja, aber dass es eine einwöchige Pause ziemlich genau gibt, das ist ja schon klar. Das können sie ganz gut nutzen. Ja, und ja, auch wenn es nach unserer Meinung nicht mit einem Erfolgserlebnis in die Pause geht, haben sie es doch ganz ordentlich bisher gemacht. Wir freuen uns sehr auf die K.O.-Runde dann. Vorher gibt es natürlich noch sehr viel dritter Spieltag. Ja. Gruppe B schauen wir uns dann am Montag an. Ich glaube, da ist der Jan ausnahmsweise mal nicht dabei, macht eine ganz kurze Pause, ja, und alle anderen dann im ganz großen Kino hier im Hauptstadtstudio.